Herrliche Ruhe. Der Stadler hat heute Morgen frei, 80 ist auch noch nicht da. Ja, dann kannst du mir gleich helfen, hier die Ablage zu sortieren. Da ist nämlich ein Haufen Zeug von dir dabei. Von mir? Kann doch gar nicht sein. Ja, und jetzt ist eh aus mit der Ruhe. Herr 80er, wir haben uns schon Sorgen gemacht, weil Sie noch nicht im Büro sind. Ich bin noch in der Musikakademie. Und Folgendes, wir haben einen Mord hier. Ein Mord? So ist es. Die Assistentin eines Magiers. Was macht ein Magier bitte in der Musikakademie? Ich meine, das ist eine lange Geschichte. Der Herr Sommer, also der Magier, wollte unseren Konzertsaal für seine Show anmieten und hat uns gerade sein Programm vorgeführt, damit wir sehen können, ob es auch in die Akademie passt. Und in der letzten Nummer ist seine Assistentin statt zu verschwinden tot in einer Kiste liegen geblieben. Ja, seien Sie dann sicher, dass das Mord war? Frau Stockel, natürlich bin ich sicher. Der Notarzt und ich, wir gehen beide von einer Vergiftung aus. Ja, und dann sagen Sie doch bitte dem Herrn Stadler und dem Herrn Mohr Bescheid. Herr 80er, das ist nicht mein erster Mord. Ah, die Frau Hofer. Könnten Sie bitte die Enten in den Stall treiben, bevor Sie gehen? Musste alle los. Danke. Mach doch nichts ohne Hintergedanken. Oh. Frau Stockel, bescheidene Frage. Sie wissen aber schon, dass ich heute Vormittag eigentlich frei habe. Mord in der Musikakademie. Die Lilli ist allein im Tanzgarten. Und gleich kommt der Getränkelieferant. Und ich frage mich, was ihr überhaupt von mir wollt. Wir wollen deine Aussage. Du hast doch gesagt, dass du das Opfer kennst. Aber doch nicht persönlich. In der Rosenheimer Szene ist einfach bekannt, dass der Sohn von dem Gutshof Wieland mit einer Zauberin benannt ist. Hm. Nach dem Motto, dass er ihm halt nicht sein Biergemüse verhext. Warum warst du überhaupt da? Weil ich das Catering für die Show machen hätte sollen. Und darum habe ich gewartet, bis die Show vorbei ist. Aber dann ist ja die Assistentin nicht mehr aus ihrer Kiste rausgeklettert. Aber mir, die hat schon nicht mehr gut ausgeschaut, was Neues. Pass auf, du fährst jetzt ins Times Square. Aber wie deine Getränkelieferung da ist, kommst du sofort aufs Kommissariat und wir nehmen das Ganze schriftlich auf. Und jetzt lässt sich. Herr Stadler, der Herr 80er wartet schon sehnsüchtig auf Sie. Ja, ich bin ja schon da. Herr Mohr, hätten Sie schon ein paar Informationen für mich, dass ich nicht ganz so blöd vor Ihnen da stehe? Freilich, pass es auf. Das Opfer Nicole Wieland, 29 Jahre alt. Herr 80er, ganz kurz noch. Ich weiß, Sie haben Ihren Kopf woanders, aber die Zusagen an die Stipendiaten müssen heute dringend raus. Dazu müssen Sie die Briefe noch unterschreiben und die Begründung für die Auswahl des Pianisten. Liebe Frau Hofer, das könnten doch Sie für mich übernehmen. Nein, weil ich nicht dabei war, als der Pianist vorgespielt hat. Also gut, dann komme ich nachher noch zu Ihnen ins Büro rauf. Gut, lang bin ich aber nicht mehr da, weil ich nachher Stadtratssitzung habe. Ich mache so schnell ich kann, Frau Hofer. Da ist es. Ah, Herr Stadler. Morgen. Na, schön, dass Sie schon da sind. Dann kläre ich Sie am besten gleich auf. Ja, der Herr Mohr hat mich draußen schon auf den Stand gebracht. Sehr gut, dann gehen wir es doch gleich auf. Ja. Herr Stadler, Moment, haben Sie an meine Anten gedacht? Selbstverständlich, dreimal sind Sie mir ausgekommen, die Luder.
Und Sie denken bitte schön an die Unterschriften und die Begründung, gell? Selbstverständlich, Frau Hofer. Die hat uns ja ganz schön im Griff, die Frau Hofer, was? Ach, übrigens. Ich tippe auf Gift. Aha. Also, Sie gehen davon aus, dass das Opfer vergiftet wurde? Naja, also ich will natürlich der Frau Dr. Eckstein nicht vorgreifen, aber der Notarzt hat eine veränderte Mundschleimhaut sowie spezifische Flecken am Körper der Toten gefunden. Typisch für Vergiftungen. Und Sie liegen mit Ihrer Vermutung völlig richtig, Herr Achtziger. Guten Morgen, Herr Stadler. Guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Geht's? Ja, danke. Und wodurch kann man das schon... Kann ich Ihnen das nach der Abduktion sagen? Verstehe. Aber ich tippe auf Rattengift. Aber nicht heute Morgen. Unwahrscheinlich. Aber wenn sich mein Verdacht bestätigt, wurde dem Opfer das Gift über mehrere Tage verabreicht. Herr Achtziger, Frage, haben Sie schon mit den Zeugen gesprochen? Bitte sehr, Herr Stadler, wir ermitteln doch gemeinsam. Da habe ich natürlich auf Sie gewartet. Frau Dr. Eckstein, Sie benachrichtigen uns dann, wenn die Obduktionsergebnisse vorliegen. Ja, selbstverständlich, Herr Achtziger, wie immer. Gut. So, Kollegen, bitte übernehmen, ich muss. Entschuldigung. Ja, mein Kollege, Kommissar Stadler. Maximilian Sommer. Meine Frau Eva, sie hat Nicole und mich gemanagt. Und Norbert Dietz. Ich bin ein Kollege von Herrn Sommer. Dann zaubern Sie quasi miteinander? Nein. Warum sind Sie dann da? Wir hatten beruflich miteinander zu tun. Das heißt, dass Sie das Opfer auch gekannt haben? Ich habe Frau Wieland ein-, zweimal in der Show gesehen, aber persönlich? Nein. Kann man denn schon was sagen? Warum, Nicole? Wir gehen von einer Vergiftung aus. Ist Ihnen während der Vorstellung irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ich habe nicht mehr gesehen als Sie. Und vorher haben Sie da irgendetwas beobachten können? Nein. Gestern wirkte Nicole schlapp. Und auch heute Morgen kam sie mir sehr blass vor. Ja, wir haben uns nichts dabei gedacht. Das heißt, dass Sie die Frau Wieland in den letzten Tagen öfters gesehen haben? Ja, wir waren sogar permanent mit ihr zusammen, da wir bei ihr zu Hause für unsere neue Show geprobt haben. Und dass Frau Wieland Streit mit irgendjemandem hatte, Probleme. Entschuldigen Sie, Achtziger. Wir sehen uns dann heute Nachmittag, ja? Wiederschauen. Wiederschauen. Nein, davon ist uns nichts bekannt. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis Sie zur Frau Wieland gestanden sind? Meine Frau und ich haben seit 2 Jahren mit Nicole zusammengearbeitet. Es gab nie Probleme. Ja, gut, das war's dann fürs Erste. Als nächstes, also, das jetzt Ihr Vorschlag, sollte man den Ehemann des Opfers benachrichtigen. Gut, dann machen wir das. Gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Entschuldigung, aber dass Sie mich da drin gerade als Kollegen bezeichnet haben. Das sind Sie doch auch. Ja, also, nein, Sie sind ja kein Hauptkommissar, sondern Polizeidirektor. Herr Stadler, wir ermitteln jetzt gemeinsam als Team. Da sind doch Hierarchien völlig fehl am Platz. Herr Mohr. Ja, seien Sie doch bitte schon so gut und sagen Sie doch, Frau Stottl, wir bräuchten als Erstes die Bankauskünfte des Opfers, ja. Dann den Ehevertrag. Jawohl. Und ja, natürlich die Telefonlisten, Mobil, Festnetz und so. So wie immer. Ja. Herr Mohr, schicken Sie doch bitte schon gleich die Spusi in die Wohnung vom Opfer. Ja, hast recht. Diese Wohnung ist direkt auf dem Gutshofgelände. Wisst ihr, wo das ist? Ja, genau. Stuckel, ich war's, der Michi. Herr Michi, Entschuldigung. Stuckel, warte doch mal schnell. Schau mal. Ist der Herr Achtziger noch drinnen? Der Herr Achtziger ist gerade mit Herrn Stadler zu Dennis. Wir treffen uns dann gleich am Gutshof. Ja. Sprechen Sie nach dem Signal. 80er, Hofer hier. Ich hoffe, Sie hören Ihre Mailbox bald ab, weil jetzt haben Sie unsere Stipendiaten doch vergessen.
Grüß Gott, die Herren. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, Stadler. Über Rosenheim. Und das ist mein Kollege. Kollege. Der 80er, auch Kripo Rosenheim. Wir würden gern den Jörg Wieland sprechen. Das bin ich. Und Sie sind? Josef Wieland, sein Vater. Grüß Gott. Das ist meine Frau. Grüß Gott. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Also? Ja, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau verstorben ist. Was? Ja, sie ist eben in der Musikakademie tot zusammengebrochen. Vergiftet worden. Da müssen Sie sich irren. Leider nicht. Wer soll denn sowas getan haben? Also genaueres über den Tathergang können wir leider noch nicht sagen, weil die Ermittlungen sind ja gerade erst angelaufen. Mein Gott, das ist ja... Wir wissen, dass es nicht leicht für Sie ist, aber könnten Sie uns vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ja, bitte, kommen Sie mit. Ja, grüß Gott, Frau Stumpf. Frau Hofer, sagen Sie mal, was ist denn bei Ihnen in der Musikakademie los? Ja, ich sag selber, schrecklich, die Geschichte mit dem Mord. Unser Kaffee zur Beruhigung. Liebend gern, aber ich muss gleich weiter zur Stadtratssitzung. Ich wollte nur schnell was abgeben. In der Mappe sind die Zusagen an unsere neuen Stipendiaten. Die soll der 80er unbedingt unterschreiben, heute noch. Und die Begründung für den Pianisten muss er auch noch schreiben, dringendst. Ja, da hat er viel zu tun, der Herr 80er. Bleibt hier auf dem Kommissariat auch, Östling. Frau Hofer, ich sag's Ihnen, furchtbar. Eine Katastrophe. Aber den stopp ich mir. Super. Ich hätte allerdings noch eine Bitte. Ich bräuchte die Mappe zurück in die Akademie, weil ich habe überhaupt keine Zeit, dass ich noch mal vorbeikomme, weil ich nach der Stadtratssitzung noch ein Meeting mit so einem Sponsor habe und. Wissen Sie was? Ich schicke Michi vorbei. Das ist ja quasi eine Dienstfahrt. Herr Stadler, ich hab's schon. Ich hab's schon. Also, ich kann das alles überhaupt nicht begreifen. Nicole war doch überall so beliebt. Und ist Ihnen also nichts darüber bekannt, dass Ihre Frau Streit oder Ärger mit jemandem hat? Nein, überhaupt nicht. Und Ihre Ehe, wie war die? Wir sind seit 3 Jahren glücklich verheiratet. Sehr glücklich sogar. Und mit dem Beruf Ihrer Frau, da hatten Sie keine Probleme? Ich bin auf das Gerede von Rosenheim an. Meine Eltern haben mir nach der Hochzeit den Hof da überschrieben. Nicole hat sich im ersten Jahr dann noch um die Buchhaltung gekümmert. Ach, das war Ihr eigentlicher Beruf? Ja, die Zauberei war lange Zeit nur ein Hobby, bis sie dann vor 2 Jahren von Max Sommer als Assistentin engagiert worden ist. Hauptberuflich. Ich hab dann sehr schnell gemerkt, dass sie das nicht schafft, die Arbeit auf dem Hof, die Proben und Auftritte unter einen Hut zu kriegen. Dann haben wir für die Buchhaltung einen Ersatz gesucht. Das war für Sie in Ordnung. Ich meine, die war ja ständig unterwegs und ist mit einem anderen Mann. Ja? Sie meinen, ob ich eifersüchtig war? Nein. Im Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich Nicole bei einem Auftritt gesehen habe. Waren Sie völlig verzaubert? Wenn Sie das so nennen wollen, ja, ich habe einfach gemerkt, genau da gehört sie auf die Bühne. Können Sie uns was zum Verhältnis zwischen Ihrer Frau und dem Ehepaar Sommer sagen? Die 3 waren ein hervorragendes Team. Laut Herrn Sommer haben die 3 in letzter Zeit an einem neuen Programm gearbeitet. Ja, nach dem Frühstück haben sie sich immer hier getroffen, so gegen 11 Uhr. Den ganzen Tag geprobt. Das heißt, Ihre Frau hat sämtliche Mahlzeiten hier eingenommen? Selbstverständlich. Ich habe sogar für die 3 gekocht. Zur Wohnung von unserem Sohn geht's da entlang, bitte. Grüß Gott, benannt. Einfach gerade aus durch die, gell? Ach, Herr Hofer.
Wenn sie bitte besonderes Augenmerk auf Geschirr und Lebensmittel legen, wir gehen von einer Vergiftung aus. Ja, die Kollegen werden das sicher bereits wissen, oder? Ja. Gut. Dann ist ja alles bestens. Dann fahren wir, ne? Was soll das heißen? Es ist keiner da, bei dem ich meine Aussage machen kann. Siehst du hier irgendeinen Kommissar? Da macht der Michi so eine Hektik, dass ich sofort aufs Kommissariat kommen soll. Und jetzt? Frau Stockel. Herr Kasper. Ah, Herr 80er. Ich möchte sehr ungern drängen, aber könnte ich schnell meine Aussage machen? Selbstverständlich. Bei mir geht gleich das Mittagsgeschäft los und... Moment, den Herrn 80er, den brauche ich jetzt. Das sind die Zusagen für die Stipendiaten und die Begründung für den Pianisten. Die Frau Hofer braucht es so bald wie möglich in der Musikakademie. Und ansonsten ist auch sehr viel Arbeit für Sie übrig geblieben, Herr 80er. Später, Frau Stockel, später. Vorschlag meinerseits. Ich nehme die Aussage vom Herrn Kasper auf, damit der in sein Mittagsgeschäft kommt. Und der Herr 80er kümmert sich inzwischen um sein Tagesgeschäft. Hm? Dankeschön. Bitte. Danke, Frau Stock. Es tut mir leid, aber ich weiß auch nicht, wann Herr Kasper zurück ist. Sein, bitte. Kleinen Augenblick, bitte. Warten Sie, ich kläre das sofort. Sings, ist ja jetzt doch relativ schnell gegangen mit der Aussage. Und zum Mittagsgeschäft sind Sie fast pünktlich wieder im Times Square. Obwohl ich mich eigentlich immer noch frage, warum ich dafür, dass ich eigentlich gar nichts mit der Geschichte zum Dorf herkommen hab müssen. Nein. Ja, das habe ich mir gedacht. Lilly, was gibt's? Joe, wo bleibst du denn? Ich bin gerade fertig geworden auf dem Kommissariat und quasi auf dem Rückweg. Ja, dann beeil dich bitte. Ich stehe hier ganz allein und der Laden ist voll. Außerdem wartet Herr Riedler auf dich. Dem sagst, er kann auf Kosten des Hauses was essen, da freut er sich. Und bis er sich den Mund abgewischt hat, bin ich wieder da. Hoffentlich. So, und euch wünsche ich jetzt noch einen Mordserfolg beim Ermitteln. Servus. Und ihr ein gutes Geschäft. Wiederschauen, Herr 80. Wiederschauen, Herr Kasper. Herr Stadler, ich gebe das gerade noch bei der Frau Stockel ab. Ja, dann schau ich inzwischen schon mal zur Frau Dr. Eckstein. Wir, Herr Stadler. Wir. Ja, ich gehe schon mal vor. Ja, gut. Ich komme dann gleich nach. So, Dala. Na, Herr Stadler. Wollen Sie Ihren Chef gelassen? Sie meinen wohl meinen Kollegen 80er, das hat er vorhin ausdrücklich betont. Der 80er geht ja ganz in seine Arbeit auf. Ja, ein bisschen weniger dazu. Bei so viel Ermittlungseifer frag ich mich, warum ich meinen freien Vormittag hab abbrechen müssen. Natürlich, um von seiner Erfahrung zu profitieren, wie wir alle. Tja, du kannst ja nicht. Das ist ja sehr interessant, Frau Dr. Eckstein. Komm ich zu spät? Nein, wir haben auf Sie gewartet. Wir lagen mit unserer Vermutung völlig richtig, Herr 80er. Frau Wieland wurde mit Rattengift getötet. Im Blut wurden erhöhte Mengen Brodifacum nachgewiesen. Aha, und für einen Nicht-Toxikologen? Das ist der Wirkstoff, der in Rattengift enthalten ist. Verhindert die Blutgerinnung und führt damit zu einer inneren Verblutung. Deswegen diese unspezifischen blauen Flecken, Herr Stadler. Richtig, Herr 80er. Wir können davon ausgehen, dass das Opfer ganz allmählich durch mehrere kleine Dosen des Gifts getötet wurde. Und zwar innerhalb der letzten 2 Tage. Also ist jegliches Alibi hinfällig? Ja, aber der Täter muss in den letzten 2 Tagen öfter mit dem Opfer zusammen gewesen sein. Und das grenzt jetzt wieder unseren Täterkreis ein. Ja? Stoffel, Stadler, 80er,
Die sind bei der Frau Dr. Eckstein. Wunderbar, da gehe ich auch gleich hin. Das sind mir wichtige Neuigkeiten von der KTU. Ja, das kannst du mir geben, das tue ich zu meinen Sachen. Ich habe nämlich einen Auftrag für dich. Und zwar, das sind Unterlagen von der Frau Hofer für die Musikakademie. Und die braucht sie ganz dringend zurück. Fein. Ja, die Spanisch. Du musst in die Musikakademie fahren. Ja, aber... Nix aber. Sofort. Ah, Herr Mohr, sind Sie schon wieder zurück aus der Wohnung des Opfers? Ja. Hat die Spurensicherung irgendwas gefunden? Rattengift vielleicht? Herr Achtiger, das geht doch nicht so schnell. Schauen Sie, jetzt haben die Kollegen erst einmal das Geschirr beschlagnahmt. Dann kommt es ins Labor. Da muss das untersucht werden. Haben wir sonst noch was? Ja, freilich etwas sehr Schönes von der KTU. Und zwar einen Mailwechsel zwischen der Frau Wieland und der Frau Sommer. Und ich habe die Bankverbindungen von der Frau Wieland und den Ehevertrag. Ja gut, dann die Song schauen wir uns das doch einmal an. Michi, du denkst an die Frau Hofer? Das nenne ich mal eine lukrative Hochzeit. Im Fall einer Scheidung hätte Frau Wieland 50%, also die Hälfte des Vermögens ihres Mannes bekommen und im Todesfall sogar alles. Glaubst du, was der Wieland Junior, was das für eine gute Partie war? Mit dem Gutshof von seinen Eltern, das hat ganz was nicht gewusst. Und spendabel war er auch. Er hat letzte Woche seiner Frau 300.000 Euro überwiesen. Und sie hat es dann gleich weitergeleitet, und zwar auf das Konto von der Eva Sommer. Aha, ja, und die Frau Sommer hat unser Opfer ganz schön unter Druck gesetzt. Hier zum Beispiel eine Mail von vor 2 Wochen. Wenn du das Geld nicht auftreibst, bist du raus aus der Show. Ist dir das klar? Hat sie vorher nicht extra betont, wie gut das Verhältnis zu Nicole war? Schaut jetzt aber nicht so aus. Ich frage mich bloß, wofür hat die Frau Sommer so viel Geld gebraucht? Entschuldigung, Herr Ausig, wenn es weiterlesen tut, dann stimmt. Danke. Ah ja, die Sommers wollten von einem gewissen Norbert Dietz für 300.000 Euro einen Zaubertrick abkaufen. Moment, Dietz, das war doch der andere Magier heute Morgen in der Akademie. Und gestern hat es nochmal 100.000 Abkommen in Bar. Vermutlich, um sie dem Dienst zu geben. Heute Morgen in der Akademie. Also, wenn das kein gutes Timing ist. Von der Täterin. Oder vom Täter. Möglich. Aber 90% aller Giftmorde werden von Frauen begangen. Also, finden Sie es nicht ein bisschen arg verfrüht, das Täterfeld so einzugrenzen? Nur Statistik, Herr Stadler. Nur Statistik. Also, auf geht's. Ja, wohin? Ja, zum Witwer natürlich. Der kann uns bestimmt was dazu sagen. Frau Stockel, seien Sie doch bitte schön so gut und bestellen das Ehepaar Sommer ins Kommissariat, sagen wir, in einer Stunde. Mach ich. Und Sie, Herr Mohr, fahren bitte so schnell wie möglich mit der Spurensicherung in die Wohnung der beiden. Jawohl. Oder hätten Sie was anderes gesagt, Herr Stadler? Nein. Frau Stockel, machen Sie sich bitte über den Norbert Dietz schlau, wie er im Geschäft ist und in meinem Verhältnis ja zum Maximilian Sommer stammt. Sehr gut. Herr Stadler. Ah, Michi. Aha, aber nicht vergessen, gell? Oh. Die Herren Kommissare. Grüß Gott. Haben Sie den Mörder schon gefunden? So schnell geht's leider nicht. Aber wir hätten gern noch mal Ihren Sohn gesprochen. Nein, ich hole ihn, wenn Sie einen Moment warten. Grüß Gott, Frau Wieland. Was gehört? Also einmal unter uns. Ihr Sohn hat einer Schwiegertochter einen sehr hohen Geldbetrag überwiesen, den sie für ein neues Zauberprogramm braucht hat. Haben Sie das gewusst? Ja, natürlich.
Und wie standen Sie und Ihr Mann dazu? Das war Sache unseres Sohnes. Ihm gehört es gut jetzt. Und er muss mit dem Geld wirtschaften. Außerdem ist die Nicole, war sie Teil der Familie. Das ist doch selbstverständlich, dass Ihr Mann Sie bei Ihren beruflichen Plänen unterstützt. Sie wollten mich sprechen? Augenblick. Frau Wieland, wo waren Sie und Ihr Mann in den letzten beiden Tagen? Wir waren da. Ja, Sie sehen doch selber. Selbst wenn unser Sohn jetzt zu sagen hat, es gibt so viel zu tun, da kann man sich nicht einfach aufs alten Teil zurückziehen. Ja, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Wieland, Sie haben letzte Woche Ihrer Frau 300.000 Euro überwiesen. Ja, ich habe meiner Frau das Geld gegeben. Das ist für mich kein großes finanzielles Problem. Ja, und was auch unternehmerisch sinnvoll? Die Frage stellt sie mir doch gar nicht. Es ging um den Beruf meiner Frau. Natürlich will ich jetzt das Geld von Herrn und Frau Sommer zurückfordern. Haben Sie denn im Vorfeld dieser Transaktion nicht mitbekommen, dass es wegen dem Geld Streit zwischen Ihrer Frau und der Frau Sommer gegeben hat? Nein. Und dass die Frau Sommer Ihre Frau unter Druck gesetzt hat, das Geld aufzutreiben, haben Sie wohl auch nicht gewusst? Nein. Halten Sie es vielleicht für möglich, dass sie was mit dem Tod meiner Frau zu tun hat? Naja, zunächst einmal stellen wir fest, dass dieses harmonische Trio vermutlich doch nicht ganz so harmonisch zusammengearbeitet hat. So wie Sie uns erzählt haben. Komisch, ich hab's gar nicht klopfen gehört. Warum tauchen Ihre Leute unangemeldet bei uns auf und durchsuchen unsere Wohnung? Darf ich mal erfahren, wer Sie überhaupt sind? Maximilian Sommer, meine Frau Eva. Ah, Mordfall Wieland, Moment. Herr 80er, das Ehepaar Sommer wäre jetzt da. Ja, wiederhören. Wir haben nichts mit dem Mord zu tun. Moment. Herr Stadler? Ja? Das Ehepaar Sommer wäre jetzt aber Vorsicht, die sind bissig. Frau Stockel, was anderes? Haben Sie schon was über den Herrn Dietz rausgefunden? Ja, ich warte immer noch auf den Rückruf vom Bundesverband der Zauberer. Bundesverband der Zauberer? Sagen gibt's. Wissen Sie was, schicken Sie mir das bissige Ehepaar herein, gell? Ja. Bitte. Dürfte ich bitte erfahren? Nehmen Sie doch erst einmal Platz, ja? Jetzt erklären Sie uns doch, warum wir überhaupt hier sind. Eines nach dem anderen. Bitte. Ja? Geht doch. Also, die Obduktion hat bestätigt. Grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Also, wie gesagt, die Obduktion hat bestätigt, dass die Nicole Wieland vergiftet wurde. Ja, das war doch schon heute Morgen klar. Was wollen Sie denn noch von uns? Der Nicole Wieland wurde in den letzten zwei Tagen mehrmals Gift verabreicht. Und Sie waren ja mit Frau Wieland von morgens bis abends zusammen. Aber Sie unterstellen uns jetzt nicht, dass... Nein, wir unterstellen hier gar nichts. Aber Sie werden sicher verstehen, dass wir jeder Spur nachgehen müssen. Und deswegen würden wir Sie gerne befragen, und zwar... Nehmen Sie doch ein bisschen Platz, Frau Sommer. Ja, Frau Sommer. Heute Morgen haben Sie ja gesagt, dass Sie sich sehr gut mit der Frau Wieland verstanden haben. Ja. Seit wann kennen Sie sich denn? Seit 2 Jahren. Damals stand ich noch mit meinem Mann gemeinsam auf der Bühne. Aber wir wurden dann immer häufiger gebucht und entschlossen uns, Nicole als Assistentin dazu zu holen. Damit ich mich ganz um das Management kümmern kann. War das eine Idee von Ihrem Mann? Nein. Ich habe das damals angeregt und ich habe Nicole auch mit ausgesucht. Wenn du das Geld nicht auftreibst, bist du raus aus der Show. Das ist dir klar. Sie kennen das. Wir haben noch mehr davon.
Frau Sommer, Sie haben Frau Wieland ganz schön unter Druck gesetzt. Sie musste das Geld auftreiben, mit dem Sie Norbert Dietz einen Trick für die neue Show bezahlt haben. Mein Mann liebäugelte schon lange mit dem Trick. Naja, und nun bot sich die Gelegenheit, weil Norbert, Herr Dietz, sich bereit erklärt, ihn abzugeben. Für 300.000 Euro. Ja? Das ist ein völlig branchenüblicher Preis. Warum haben Sie denn keinen Kredit aufgenommen? Glauben Sie, einem Magier leiht die Bank freiwillig Geld? Und für Nicole war es ein leichtes. Ihr Mann gehört ja der Gutshof. Und genau deshalb haben Sie Frau Wieland auch als Assistentin dazugeholt. Unsinn. Nicole war sehr begabt, ja. Das war der einzige Grund, warum wir sie in die Show genommen haben. Nun, wie auch immer. Frau Wieland hat Ihnen dann 200.000 Euro überwiesen. Und ich habe das Geld umgehend an Herrn Dietz weitergeleitet. Und gestern hat sie die restlichen 100.000 im Bar abgehoben. Und Sie haben heute Morgen in der Akademie dem Herrn Dietz das Geld übergeben. Ja, deswegen war er da. Die neue Show stand. Der Trick war bezahlt. Frau Wieland hat ihre Schuldigkeit getan. Worauf wollen Sie hinaus? Frau Sommer, Sie wollten wieder zurück auf die Bühne. Sie haben Frau Wieland benutzt, das Geld aufzutreiben, um sie anschließend umzubringen. Das ist völlig absurd. Ein Motiv. Ich habe Nicole nicht umgebracht. Wir werden sehen, aber bis das geklärt ist, bleiben Sie vorläufig in Gewahrsam. Kommen Sie bitte mit. Herr Sommer, Sie waren zu dem Zeitpunkt, in dem der Frau Wieland das Gift verabreicht wurde, ständig mit ihr benannt. Wir haben bei Nicole zu Hause sehr intensiv und konstruktiv gearbeitet. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Sagen Sie, wie war denn das Verhältnis zwischen Ihrer Frau und der Frau Wieland? Ich gebe zu, dass sie immer wieder gegen Nicole gestichelt hat, weil sie dachte, ich hätte ein Verhältnis mit ihr. Ja, und? Hatten Sie? Nein, Nicole war glücklich verheiratet. Es wäre doch nicht ausgeschlossen, dass Ihre Frau abgewartet hat, bis das Geld da ist, um dann die Nicole Wieland loszuwerden. Ja, ausgeschlossen. Aber wir halten es für sehr wahrscheinlich. Und deshalb werden wir Ihre Frau auch vorläufig hier behalten. Herr Achtziger, solche Unterstellungen lassen wir uns nicht bieten. Ich werde sofort unseren Anwalt informieren. Das steht Ihnen natürlich frei. Sie werden von mir hören. Bald. Respekt, dass Sie die Frau Sommer bei der Beweislage festgesetzt haben, das hätte sich unser Eins nicht getraut. Da haben Sie was gelernt, Herr Stadler. Niemals zögern, wenn Sie einen begründeten Verdacht haben. Dann nehme ich Sie in Zukunft beim Wort, gell? Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Frau Hofer, grüß Sie. Ach, Sie sind schon wieder in der Akademie. Wie, der Michi ist noch nicht vorbeigekommen. Wahrscheinlich ist er noch bei der Hausdurchsuchung. Hallo, Herr Mohr. Selbst grüß Sie da. Bis morgen. Bis morgen. Und sonst? Ja, Stuckel. Du, warte mal schnell. Was ist? Ja, freilich, meine Haustürsuchung von den Sommers, das haben wir schon fertig. Wie bitte? Die Mappe von der Frau Hofer. Die liegt dir praktisch vor, gell? Alles ist gut. Ja, Ende, Servus. Ja, seid's. Wo fahren Sie denn Sie gerade hin? In die Stadt? Super. Könnten Sie mir einen großen Gefallen machen?
schauen Sie her. Das ist die Mappe von der Frau Hofer. Könnten Sie die bitte für ihr abgeben? Das ist ja ein riesiger Umweg. Schauen Sie, ich habe noch so viel zu tun. Ich muss in die KTU. Da muss ich zu Frau Stockel. Also, komm, geben Sie her. Ganz herzlichen Dank. Ich schaff's aber erst später. Ja? Also es ist wurscht. Hauptsache, das liegt heute noch auf dem Tisch von der Frau Hofer. Ja, wiederhören. Stuckel, schau mal hier. Dies ist die Telefonliste, gell? Michi, stopp. Die Frau Hofer hat gerade angerufen. Du hast die Mappe praktisch abgegeben. Ja, also... Am Empfang ist sie nicht und im Büro ist sie auch nicht. Aber eigentlich... Na, es war nicht mehr so. Nach der Hausdurchsuchung im Sommer bin ich sofort wieder hierher, weil schau mal hier, diese ganzen Sachen, die müssen erst noch gesichtet werden. Und dann habe ich es vergessen. Ja, und wo ist sie jetzt? Beim Herrn Seitz auf dem Beifahrersitz. Und der hat gesagt, hier gibt es gleich eine Hofrin, also der Frau Marie. Ja, das will ich hoffen für dich. Ja, freilich, auf dem Seitz ist doch verlaufen. Im Gegensatz zu dir. Ja. Hey, Borussenheim-Apparat Stockel, grüß Gott. Bundesverband der Zauberer. Schön, dass Sie zurückrufen. Ah. Herr Schaupfer-Stuckel. Entschuldigung, Herr Stadler. Ich hätte hier die Anrufliste vom Festnetzanschluss von der Eva Sommer. Aha. Die hat ja ziemlich oft mit Norbert Dietz telefoniert. Mhm. Und das meist mitten in der Nacht und ziemlich lang sogar. Und wenn's mich fragen, ist es dabei nicht nur um das liebe Geld gegangen. Durchaus nicht. Frau Stockel, ich sehe an Ihrem Blick, dass das noch nicht alles war. Ja, ich habe gerade mit dem Bundesverband der Zauberer telefoniert und die haben gesagt, dass sich der Dietz und der Sommer überhaupt nicht grün waren. Die haben sich sogar gewundert, warum der Sommer den Trick für so viel Geld abgekauft hat. Wissen Sie was, da lassen wir uns einfach nur mal die Frau Sommer vorführen. Die war ja recht hinter dem Geschäftsabschluss her. Soll ich Ihren Kollegen, den Herrn 80er, holen? Nein, das mache ich selber. Sagen Sie an Herrn Mohr, der soll einen Dietz aufs Kommissariat bringen. Ja, mache ich. Und Frau Stockel, die Spusi kann sich ja inzwischen die Wohnung des Herrn Dietz vornehmen. Ja? Ich geb's weiter. Frau Sommer, in welcher Beziehung stehen Sie zu Herrn Dietz? Das wissen Sie doch bereits. Gut. Mein Mann und er waren Kollegen und als wir gehört haben, dass er seinen Trick, das Verschwinden der Cheops-Pyramide, verkaufen will... Ja, haben Sie mit Frau Wielands Geld einen völlig überzogenen Preis dafür bezahlt. Der Preis war branchenüblich. Ja, da ist aber der Bundesverband der Zauberer einer ganz anderen Meinung. Haben Sie die Frau Wieland deswegen so gedrängt, das Geld aufzutreiben, weil Sie mit dem Herrn Dietz gemeinsame Sachen machen wollten? Wieso sollte ich? Weil Sie ein Verhältnis mit Herrn Dietz haben. Oder warum haben Sie sonst so oft, so lang und vor allem spät in der Nacht mit ihm telefoniert? Ach so, der Herr Dietz, der ist genau wie wir in der Showbranche und... Wir haben alle erst abends nach unseren Auftritten Zeit, uns um organisatorisches Telefonate und dergleichen zu kümmern. Ich denke schon eher daran, dass Ihr Mann nichts davon mitbekommen sollte. Wie wäre es beispielsweise mit der Möglichkeit, Sie fädeln den Kauf des Tricks zu einem völlig überzogenen Preis ein und räumen anschließend die Frau Wieland aus dem Weg und teilen sich das Geld mit ihrem Geliebten und einer Mokum im Ofenrohr ins Gebirge schauen, beruflich wie privat. Ich hatte weder eine Affäre mit Herrn Dietz, noch habe ich den Deal eingefädelt, um mir das Geld mit ihm zu teilen. Ja, da fragen wir doch den Herrn Dietz, ob er diese Aussage bestätigen mag. Hallo? Frau Hofer? Seitz? Herr Seitz, ich habe gerade mit der Frau Hofer telefoniert und sie sagt, dass sie die Mappe immer noch nicht hat. Ja, gut, dass Sie anrufen. Also ich bin jetzt auf dem Hof, aber von der Frau Hofer ist weit und breit keine Spur.
Wie auf dem Hof von der Musikakademie? Nein, auf dem Hof von der Frau Hofer, da sollte ich sie doch abgeben. Im Büro von der Musikakademie, ihr seid ins Büro. Das hat mir der Herr Mohr nicht gesagt. Also, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich würde sie dann einfach in den Briefkasten werfen. Nein, Sie kommen jetzt einfach sofort ins Kommissariat. Und zwar auf direktem Weg, verstanden? Ja, aber ich wollte eigentlich Feierabend machen. Ja, Herr Dietz. Schön, dass Sie so schnell haben einrichten können. Ja, ich bezweifle zwar, dass ich Ihnen weiterhelfen kann, aber... Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, Herr Dietz, Sie haben uns eine nicht ganz unbedeutende Kleinigkeit vorenthalten. Und zwar die geschäftlichen Gründe, wegen derer Sie heute Morgen in der Akademie waren. Frau Sommer hat Ihnen 100.000 Euro in bar übergeben. Als letzte Rate für einen Zaubertrick, den Sie den Sommers verkauft haben. Ja. Was wollen Sie denn hören? Die Wahrheit, Herr Dietz. Zum Beispiel, dass Sie sich das Geld mit Frau Sommer teilen wollten, weil Sie ein Verhältnis mit ihr haben. Wer behauptet das? Gegenfrage. Von wem könnten wir das jetzt wohl wissen? Hä? Was hat das mit dem Fall zu tun? Die Frau Sommer hat ihren Mann überredet, ihnen für viel Geld einen Trick abzukaufen. Die Frau Wieland unter Druck setzt, das Geld zu besorgen, 200.000 Euro seien überwiesen worden. Und zwei Tage später bekommen sie die restlichen 100.000 Euro. Und siehe da, Frau Wieland ist tot. Da liegt der Verdacht doch nahe, dass hier ein Zusammenhang besteht. Und deshalb sind unsere Kollegen gerade dabei, ihre Wohn- und Geschäftsräume zu durchsuchen. Wie bitte? Servus. Bitte sehr. Selbst so ist die Frau Stockel noch nicht da. Ich hab's noch nicht gesehen. Ach, was für ein Tag, Hölle. Magst du erst einmal meine Scampis in Limettenschaum probieren? Runterkommen. Du später gern, aber erst einmal. Ach, Frau Hofer. Frau Stock, Gott sei Dank. Habt ihr jetzt einen Fall schon gelöst? Ja, den einen zumindest. Und der war kompliziert genug. Das tut mir leid, dass jetzt alles so schief gelaufen ist. Aber an mir lag's nicht. Ja, ja, das weiß ich doch. Wenn ihr mich schickt, dann komme ich vor 18 Uhr nur auf die Post und die Briefe gehen noch raus. Ja, ich begleite Sie. Servus. Jetzt aber schnell. Was war jetzt das? Schaut mal, was wir gestern am Abend noch aus der Wohnung vom Zauberer Dietz hervorgezaubert haben. Oh. Eine Buchungsbestätigung für 2 Flüge heute Abend nach Las Vegas, ausgestellt auf Norbert Dietz und Eva Sommer. Also, Herr 80, ich möchte nichts sagen, aber Ihre Theorie von der Giftmörderin fängt gewaltig an zu wackeln. Vielleicht ist es ja eine Gemeinschaftstat. Täter und Täterin. Herr Mohr, holen Sie bitte den Herrn Dietz aufs Kommissariat, gell? Umgehend. Ja. Bitte sehr, bitte gleich. Herr Dietz. Wir würden uns gerne mit Ihnen über Ihre Reisepläne unterhalten. Sie wollten heute Abend mit der Eva Sommer nach Las Vegas fliegen. Erklären Sie uns doch bitte, warum? Nein, das werde ich nicht. Weil es Sie einfach nichts angeht. Herr Dietz, Sie wollten sich mit ihr absetzen. Das ist doch lächerlich. Machen wir es so, entweder Sie erklären uns das jetzt oder Sie übernachten heute bei uns. Ich wollte Eva mit den Tickets überraschen. Als kleines Dankeschön für den erfolgreichen Geschäftsabschluss, oder was? Also gut. Eva und ich sind seit einigen Monaten ein Paar. Weiß Frau Sommers Mann davon? Nein. Eva wollte ihm heute sagen, dass sie sich von ihm trennt und zu mir zieht. Nachdem sie sich
durch den Verkauf des Pyramidentricks ein schönes finanzielles Polster geschaffen hat. Der Max war schon seit Ewigkeiten scharf auf den Trick mit der Pyramide. Exklusiv wollte er ihn haben, sodass nur er ihn aufführen darf und er mich endlich abhängen kann. Irgendwann begannen Eva und ich uns auszumalen, wie es wäre, wenn ich das Geld habe. Und wir etwas völlig Neuartiges entwickeln mit ihr als Assistentin. Ein Neuanfang auf Kosten von der Frau Wieland. Schön. Tja, Herr Dietz, schaut jetzt gar nicht gut aus für Sie. Sie müssen mir glauben, dass weder Eva noch ich etwas mit dem Mord zu tun haben. Ja, ja, das sehen wir dann schon. Sie bleiben jetzt erst einmal bei uns, oder? Ja, das ist ja so. Was für das? Liebe Stockel, dies ist eine kleine Wiedergutmachung wegen dem Stress, den ich dir bereitet habe, wegen dem Kuchen, wegen der Mappe von der Hoferin. Und du meinst, mit so einem Törtchen ist der Kass bissen? Ja. Nächstes Mal denkst einfach dran, da wäre mir mehr geholfen, aber trotzdem danke. Ah, Herr Stadler, Herr 80er, die Auswertung von der Toxikologie. Ach du Schande. Ja, Mann, wir müssen sofort los. Ja, ist gut. Wohin? Zum Gutshof Wieland. Die Kollegen haben Spuren des Giftes an verschiedenen Müslischalen, Löffeln und Kaffeetassen gefunden. Frau Sommer haben nicht mit uns gefrühstückt. Sie waren aber nicht mit Ihrer Frau allein. Weil das Wetter so schön war, haben wir auf der Terrasse gefrühstückt. Meine Eltern sind dazu gekommen. Aber schon. Sie meinen aber jetzt nicht. Da irren Sie sich jetzt komplett. Grüß Gott. Guten Morgen. Da waren wir ja jetzt komplett. Frau Wieland. Herr Wieland, wenn Sie uns bitte aufs Kommissariat begleiten wollen. Wie bitte? Wir? Ja, ich würde dann aber doch vorschlagen, dass wir die beiden getrennt befragen. Wie haben Sie gesagt, man darf niemals zögern, wenn man einen konkreten Verdacht hat. Und ich habe einen. Ja, schon, aber... Ja, Mohr? Ja, Herr Mohr, wenn Sie und die Kollegin bitte den Vernehmungsraum verlassen würden. Jawohl, gut, Ende. Danke. Auf wen tippen Sie? Ja, wird das jetzt ein Ratespiel? Warten wir so. Sie machen es ja spannend. Weißt du, was Sie von uns wollen? Tja, was wollen? Verdächtig sind wir. Blödsinn. Wie schaust du mir denn so an? Traust du mir vielleicht zu? Ich hätte unsere Schwiegertochter... Hast du die Nicole nie mögen? Stimmt doch überhaupt nicht. Gut, ich hätte für unser Sohn eine andere Frau gewünscht, aber... Aber deswegen... Ich weiß noch gut, wie es dich aufgeregt hast, als die Nicole beschlossen hat, dass sie nur noch von der Zauberei leben will und was du mir alles vorgeworfen hast, dass ich dem Jörg das Gut viel zu früh überschrieben hätte. Hättest du dir so eine Schwiegertochter gewünscht, die sich kein bisschen für den Betrieb interessiert, sondern nur für ihren Zauberei?